Hi und willkommen zurück zu Pokémon Quest. Wir sind wieder mal hier in unserem Dorf und da ist ein brandneues Pokémon und zwar ein Fleckmon. Guten Tag. Ich würde dich ganz gern anpinnen. Geht das denn? Hallo? Aha, guck mal an. Ein Level 24 Fleckmon. Aha. KP, muss ich sagen. Kritische Situation, sehr kritisch, ja. Aber dafür hat das Fleckmon 4 freie Attackenslots. Beziehungsweise 4 Kraftfeldslots. Oder Perks, in die wir quasi diese Kraftsteine reinpacken können. Interessant. Das heißt, wir könnten Fleckmon echt zu einer richtigen Bombe machen. Machen wir aber erstmal nicht, denn Taubsi ist momentan auf Level 17, glaube ich. Hallo? Taubsi? Hallo? Magst du mir nicht dein Level zeigen? Hast du da keinen Bock drauf? Ja, kein Problem. Dann schauen wir mal, welches Pokémon auch diesem Kochtopf entspringen wird, ja. Beziehungsweise welches Pokémon sich anlocken lässt. Und wir haben hier eine 3-Sterne-Kubosuppe. Und ich hoffe mal, da kommt was Gutes bei rum. In diesem Sinne, lasst uns knacken. Es ist ein Nokchan. Ein Kikli. Wow, 651 Angriff. Jawohl. Heftig, heftig. Was haben wir hier? Energiefokus und Tiefschlag. Und es gibt einen freien Herzslot. Aha. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wir gucken aber erstmal. Ja, ob Taubsi nicht doch vielleicht sogar geeignet fürs Team ist. Aber erstmal legen wir hier diverse Regenbogenmaterialien rein. Beziehungsweise eines. Ja. Dann noch verschiedenste Duftpilze. Und mal gucken, welches Pokémon uns jetzt erwarten wird, ja? So, komm. Wie viele... Ah, auch wieder 6 Runden. Alles klar, okay. Kein Problem. Hat sich Pikachu gerade auf dem Radfratz geparkt? Ja, hat es. Ja, moin! Okay, kein Problem. Alles klar. Ich habe auch übrigens ein bisschen trainiert. Ich habe auch übrigens ein paar Materialien gefarmt. Und wir gucken mal kurz, was wir denn so in den Erfolgen an Achievements und an Boni bekommen. Wir bekommen diverse PS-Gutscheine dafür, dass wir irgendwas mit unserem Angriff gemacht haben. Einige Eisbrocken. Nochmal Eisbrocken. Warum auch nicht. Und ein paar Großwurzeln. So. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum wichtigsten Teil. Und zwar gehen wir ganz kurz mal in unser Team-Menü rein und gönnen unseren Pokémon direkt mal neue, krasse Kraftsteine, die ich natürlich auch offscreen gefarmt habe. Ist ja auch ganz klar, meine Fräuleins, ja. So, richtig, genau. Und ein weiterer schöner Kraftstein für Taubsi, und zwar der hier. Beziehungsweise gibt es nicht noch auf der zweiten... Ah, guckt mal an, hier auf der zweiten Seite habe ich auch noch ein paar neue Kraftsteine und natürlich auch Herzsteine gefarmt. Und die würde ich ganz gern benutzen eigentlich, komm. Bang. Sehr schön. Hier auch übrigens ein ganz guter Härtestein, aber den lassen wir doch vielleicht mal für Pikachu da oder für Onix. Je nachdem. Oh ja. Ja, komm. Dieser Härtestein geht auf Pikachus Nacken. Und dieser Kraftstein geht auch auf Pikachus Nacken. So wie dieser Härtestein hier. Kraftstein natürlich. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen vertan. Ein bisschen mehr Angriff muss ja auch sein. Wir sortieren das Ganze auch mal ein bisschen nach Stärke. Okay. War schon sortiert. Okay, alles klar. Und dann ist die Frage, komm ey, was sollen wir uns hier an Fragen stellen? Onix bekommt auch ein paar weitere schöne Kraftsteine ab und den Rest, den verkaufen wir halt dann eben. Ne? Das ist ja alles kein Problem. So, hier natürlich auch ein etwas krasserer Härtestein. Genauso wie der hier. Und damit hätten wir unser Team weiter gepusht. Und die ganz schwachen Steine werden wir jetzt erstmal recyceln. Zack. 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 Damit auch natürlich der Platz besteht, weil wir haben wieder 37 von 40 Steinen gesammelt. Das habe ich alles offscreen gemacht, ja. Er soll leider sagen, ich nehme hier nicht die Zeit für euch, ja. Wisst ihr Bescheid. So. Und jetzt geht's mit der vierten Welt weiter, nachdem wir so lange rumpalabert haben. Mal wieder.
Hammerhart. Na gut, und wir sehen auf jeden Fall Taubsi, oder wir werden es gleich sehen. Taubsi wird gleich Level abgehen. Taubsi wird gleich auf Level 18 kommen. Wenn ich es nicht geträumt habe, vielleicht habe ich es auch geträumt. Das kann auch sein, ja. Also in Gedanken war Taubsi bei mir auf Level 17 und Taubsi entwickelt sich auf Level 18, nämlich zu Tauboga. Und das würde Tauboga vielleicht sogar zu einem, ja, noch äquivalenteren und relevanteren Teammate machen. Deswegen gucken wir einfach mal, ob Taubsi nicht gleich doch sogar auf Level 18 geht. Also in Gedanken habe ich ihn auf Level 17 gesehen, ja. Ob es umzingelt. Ah, ah! Das kann doch wohl nicht sein. Ich kann euch generell raten, ne? Farmt so oft es geht diese Kraft- oder Härtesteine. Das ist keine schlechte Idee. So, Pikachu struggelt gerade wieder mal ein bisschen rum, aber das sind wir auch von ihm gewohnt, von der alten Sau. Auch hier sehr schön das Felsgrab verfehlt. Kann man machen. Oh, ein Vulnona. Guten Tag. Komm, direkt mal den Kraftstein, den Felsgrab drauf. Das Ding ist auch, wir haben hier natürlich auch einen Bonus, der nicht zu verachten ist. Einen guten, ja, Typenbonus. Das heißt, wir machen mehr Schaden dafür, dass wir halt hier Taubsi mit dabei haben. Ich glaube, der sollte sich auf so 300 belaufen, was halt echt nicht schlecht ist. So, Pikachu müsste auch gleich sein Comeback feiern. Onix geht's immer noch ziemlich gut. Taubsi auch überraschenderweise. Nur Pikachu ist derjenige, der immer nur am Schaden am Fressen ist. Ich verstehe das nicht so ganz, aber okay. Weil Onix gerade echt... Oh, Onix, was ist bei dir passiert? Hallo? Nur noch Half-Life? Du heilige Scheiße. Ach, er brennt aber auch. Fuck. Ist das ein permanenter Effekt, dass er brennt? Scheiße, was ist denn hier los? Jetzt guck mal, dass ihr... Oh fuck, Onix stirbt mir weg. Los! Oh mein Gott! Wow! Okay. Ah, Taubsi ist ganz knapp an einem Level-Up vorbei. Schade. Aber wir haben einen krasseren Härtestein bekommen. Ich glaube sogar der stärkste, den wir momentan haben. Kann sein. Wir haben übrigens auch einen Erkundungsbonus. Was der uns bringt, weiß ich aber... Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, was der uns bringt. Aber egal. So. Kann Pikachu diesen Härtestein gut gebrauchen? Auf jeden Fall, Bruder. Hier, gönn dir. Also müssen wir halt doch nochmal ein Level machen, damit wir Taubsi vielleicht sogar entwickeln können. Also, wenn man das mit den Entwicklungen in diesem Spiel genauso gemacht hat, wie es auch generell allgemein so ist. Ja, also, ich hoffe es jedenfalls mal. Aber wir gucken. Wir gucken. Taubsi müsste gleich auf jeden Fall Level abgehen. Und wenn das echt stimmt mit den Entwicklungen und so, und ich habe auf PokeWiki geschaut und PokeWiki lügt nie, okay. Entwickelt sich Taubsi, wie gesagt, auf Level 18 zu Tauboga. Und dann bin ich mal gespannt, wie sehr Taubsis Werte auf Tauboga gepusht werden. Ob Taubsi oder ob Tauboga dann viel stärker ist. Oder halt auch eben nicht. Wird man sehen. Ich hoffe es aber persönlich. Nur es war gerade echt sehr hart, ne? Also, Onix wäre uns fast gestorben und das als übelster Tank. Das nur, weil er am Brennen war. Und ich glaube, der Brand von ihm ist nur in Kraft getreten, weil Vulnona irgendeine Attacke gemacht hat. Normalerweise ist es ja so, wenn man irgendwie, keine Ahnung... vergiftet ist, geht das ja nach ein paar Sekunden weg. Wenn man schläft, geht das halt nach ein paar Sekunden weg. Nur der Brand war permanent und das hat sich schon bemerkbar gemacht. Da muss man ganz klar so sagen, ja. So, und es geht wieder zum Boss. Wer ist es diesmal?
Galoppa. Ja, moin. Und ich werde wahrscheinlich wieder abfackeln, es fuck. Oh, was war das denn gerade eben? War das der Kreisel? Ist das eine neue Pokémon-Attacke oder was? Man kennt sie. Und Pikachu ist wieder mal tot. Moin. Oh, fuck, ey. Onix brennt schon wieder. Ach, das kann doch nicht sein. Natürlich. Komm, Onix, triff bitte. Triff bitte, ja? Fuck, ey. Also so ein Brand killt unsere Pokémon wirklich komplett weg. Und ich kann halt nicht verantworten, dass Pikachu und Taubsi überleben. Oh, wobei, Onix hat sich geheilt. Onix geht's wieder gut. Wieso auch immer. Ich meine, gerade eben hatte er permanent den Brand und jetzt war er nach kurzer Zeit geheilt. Okay, kein Problem. So, jetzt ist die Frage. Ja, Taubsi wird sich entwickeln. Tabunga hat sich ja, hallo. Nice. Und wir sehen, der Wertepush ist nicht zu verachten, ja. 413 KP und 697 Angriff. Es ist das Pokémon mit dem stärksten Angriff im Team. Nice. Ein sehr guter Kraftstein, der uns erreicht hat in unserem Nacken. Geil. Okay, der Boss ist bei 4-4. Bruder, ich denke mal, wir können uns jetzt erstmal schön Nacken klatschen gehen. So, Entwicklungsprofi. Gemeinsam stark. Auch dafür 10 PS-Gutscheine. Wir stauben gerade sehr viele PS-Gutscheine ab. Läuft bei mir! Läuft! Gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir diesen Härtestein oder diesen Kraftstein benutzen. Ich komme immer noch mit diesen Steinen durcheinander. Es tut mir leid. Was soll ich ihm Pikachu geben? Oder vielleicht doch eher Taubuga oder vielleicht doch eher Onix. Wer hat ihn am nötigsten? Ich glaube Onix, ja. Gönn dir. Alles klar. Wir machen weiter. Ja, aber ich sag mal so, es wird trotzdem hart. 4-4. Ah. 3.900 Punkte braucht man dafür. Klar, wir haben natürlich diesen Bonustyp von 554. Und das ist schon krass, weil so hätten wir jetzt quasi knapp einen Wert von 4.000. Leicht wird's trotzdem nicht. Gerade mit Pikachu. Und ich muss irgendwie gucken, dass ich an einen Donnerstand rankomme. Vielleicht kann man sich irgendwo einen gönnen. Oder Snanky. Guten Tag. Oh Gott, wie viele Mankys kommen gerade um die Ecke. Ach du heilige Scheiße, was ist denn hier passiert? Sterbt, Mankys! Vielleicht werden wir als Boss-Pokémon diesmal Razzap treffen. Das klingt sehr realistisch, ja. Aber ich denke, jetzt mit Tauboga haben wir definitiv mehr Chancen, hier zu überleben, als noch mit Taubsi. Weil, wie gesagt, der Wertepush, ich denke mal, der war nicht zu verachten, der war nicht so schlecht. So, weg mit euch. Oh, was ist das denn? Ist das ein Pipi? Ja, moin, ein Pipi. Guten Tag. Weg mit dir. Wir können jetzt gerade den Windstoß nicht nutzen. Onix kann auch seinen Felsgrab nicht nutzen. Sehr gut. Und Pikachu war wieder mal der, der am meisten Schaden gefressen hat. Es ist kein Razzap, es ist ein Arcani. Ja gut, wenn ihr meint. So, komm, direkt mal hier den Donnerblitz. Los! Aua! Fuck, das tut weh. Und das war's mit Pikachu. Und bye!
dass hier aber immer Feuer-Pokémon als Bosse auftreten müssen, ey. Das ist so klar. Zabuki, kannst du bitte mal deinen Windstoß treffen? Dankeschön. Mein Gott. Boah. Los, Pikachu! Ach, natürlich war er nicht nah genug dran. Ich hasse das. Das Ekelhafte an Tabokas Windstoß ist aber auch immer, dass der Windstoß irgendwie diagonal austritt. Das ist total strange. Weil so trifft er ja nichts. Und dann sind die ganzen Windstöße erstmal 10 Jahre von Arcani entfernt. Und du musst halt genau vom Gegner stehen, damit du ihn mindestens einmal treffen kannst. Oh Gott. Oh nix, los jetzt. Mach keinen Scheiß! Okay. Okay. Was soll ich davon halten, ehrlich gesagt? Weiß ich es nicht. Wow. Ich habe das Gefühl, Pikachu ist halt zu weak fürs Team. Der ist viel zu schwach. Ich hätte mir nicht Pikachu gönnen sollen. Da habe ich mir eine dumme Challenge gemacht, weil, ganz ehrlich, mit einem Glurak oder mit einem jetzigen Glutexo würden so krass rasieren. Wieso habe ich nochmal Pikachu genommen? Weil es mein Lieblings-Pokémon war, aber... Oh Gott. Ich brauche einen Raichu, schnellstmöglich, sonst haben wir hier gar keine Chance mehr. Ihr habt es ja gesehen. So, am Ende konnte Onix nichts mehr machen und war weg. Und auch weil und wenn Onix das KP-Tank-Pokémon schlechthin ist, muss das nichts heißen. Also, wow. Es tut mir schon fast leid für mein Team, aber entweder muss ich Pikachu auswechseln oder... Keine Ahnung. Oder wir hatten gerade einfach nur übelstes Pech gehabt. Onix, wo bist du denn gerade? Onix, lebst du noch? Hallo? Onix? Wo ist Onix? Ist der da unten? Was macht der da? Okay, die boxen sich selbst so. Okay, die machen so einen Termin unter sich selber aus. Und so, lass die beiden mal allein. Die Dingenskirchens bekämpfen. Die haben keine Chance, lol. Was war gerade der Grund, dass Onix und Arcani? Weiß ich nicht. Das untereinander ausmachen wollten. Ja, keine Ahnung. Aber okay, kein Problem. Das Schlimme ist, jetzt wird Pikachu erstmal wieder 10 Jahre brauchen, bis er überhaupt hier hinkommt, weil... Oh mein Gott. Tauboga, was machst du da? Flüchten! Renn weg, Onix! Es wird wieder nichts. Ich seh's doch. Es wird wieder nichts. Weil auch der Felsgrab nicht trifft. Mann! Ja los, Tauboga! Los jetzt! Ich würde mal sagen, das Prädikat knapp Orangensaft trifft das hier ganz gut. Wow. Jetzt will ich dafür aber auch einen guten Kraftstein oder einen guten Herzstein. Ah. Haben. Dankeschön. Also, ihr merkt, es wird übelst hart. Und wir brauchen bessere Pokémon. Ich guck mal ganz kurz in den Shop, ob wir uns nicht doch irgendwo einen Dollarstein irgendwo hernehmen können. Oh, die Tagesbelohnung. Ja, 50 Gutscheine, cool. Oder wir müssen uns zwangsläufig mal hier die Inhalte gönnen. Ja, und ich denke, im nächsten Part werden wir uns eins dieser Inhalte kaufen. Weil muss ja auch irgendwie sein. Und aber es gibt hier keine Donnersteine, das ist echt nice. Generell ist der Supermarkt sehr, sehr leer. Wir haben nur Deko-Objekte, die Boxerweiterung und das war's dann. Und vielleicht noch hier den Mitgliedsbonus und die Inhalte hier.
Mehr gibt's nicht. Es ist irgendwie sehr kritisch und mein Offscreen-Trainieren hat irgendwie gar nichts gebracht. Na gut, ja. Brudingos. Ich würde sagen, wir beenden den Part erstmal und... Ah, ich weiß nicht, was soll ich machen? Ich fahre mir zwar gerade ganz gut PS-Gutscheine, aber zu welchem Zweck? Ich meine, guck dich mal den Wert des Bosses an und den Wert, den wir hier haben. Das ist sehr kritisch. Wie kann ich Pikachu entwickeln? Wie geht das am besten? Also entweder man hat die Steine rausgelassen und macht es per Level. Oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Sehr dubios. Na gut, komm, Pikachu bekommt von uns den hier. Mal gucken, was ich Tauboga noch so geben kann, aber diese Steine bringen einfach wirklich effektiv gar nichts. Richtiger Scheiß. Ah, ich hätte vielleicht doch Evoli ins Team packen sollen. Ja. Scheiß mal auf die Werte. Also scheiß mal auf die Effekte hier. Ich habe ja keine andere Wahl. Wir müssen auf die KP und so gehen. Wir müssen das Team noch tankiger machen und auf die Effekte. Nur mal einen Kack draufsetzen. Aber gut, Brudingos, das wär's für diesen Part. Macht's gut, haut rein und ciao. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann macht das, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein und ciao.